Hallo und schön, dass du da bist zur Waagelegung für den Juli 2024. Diese Legung kann natürlich auf dich zutreffen, wenn du Sternzeichen Waage bist, aber auch wenn dein Mond, Aszendent oder Mars, Venus in der Waage steht. So, ich lege mit dem Licht- und Schattentarot für dich in den kommenden Juli und wir schauen gleich rein, was ich bei dir zeigen möchte. So, bitte, in Bezug auf Liebe, Partnerschaft, Beziehungen, Begegnungen für meine Waagen. Wow, es sind 4 Münzkarten gefallen. Liebe Waage, Anfang Juli, ich sehe hier. Die sind extra runter. Also einige gründen hier wirklich eine Partnerschaft, eine Familie, ein Projekt mit lieben Freunden. Hier geben und nehmen. Ein sehr harmonischer Ausgleich mit anderen. Also wir sind mehrere Menschen, wo einfach das Geben und Nehmen stimmt, wo jetzt hier eine Sache ausbalanciert wird, wo eine gute Lösung gefunden wird, wo man zusammenhilft, Unterstützung ist in Sicht. Sehr, sehr schön. Du hast hier lange auf etwas hingearbeitet und Unterstützung ist hier jetzt in Sicht. Gut. Ist das der Wahnsinn? Nochmal Münze. 5 Münzkarten jetzt mittlerweile gefallen. 10 der Schwerter, Ass der Münzen. Ich glaube, du lässt jetzt hier Ängste bezüglich Geld, bezüglich finanziellen, bezüglich zu wenig Zeit, nehme ich hier auch wahr bei einigen. Das lässt du los. Du lässt die Ängste los und bist hier bereit, einen neuen Samen zu pflanzen. Es kann natürlich familiär sein, dass man hier jetzt bereit ist, eine Familie zu gründen und diverse Ängste jetzt hinter sich lässt. Es kann aber auch etwas Finanzielles sein, etwas Berufliches, wo man jetzt gewisse Ängste auch hinter sich lässt und jetzt bereit ist, hier etwas Neues zu pflanzen, etwas Neues zu erschaffen, etwas, das für langfristig halten soll, etwas, was langfristig gut sein soll. Okay, ich sehe dich hier sehr fair, liebe Waage, ich nehme dich hier als sehr fairen Part, weil wir haben ja gesehen, dass mehrere Menschen kommen hier zusammen und ich sehe, wie du hier eine faire Lösung für alle anstrebst, also wirklich für alle. Hopp, hopp, hopp. Eine faire Lösung für alle. Okay. Ass der Stäbe. Viel Neues im Juli, viel Neues. Wir haben hier 2 Asse und der König der Kelche. So. Wer ist dieser König der Kelche? Bist du in dieser Energie oder triffst du hier auf jemanden? Ass der Stäbe. Eine neue Idee. Du brennst für etwas. Du entwickelst neues Feuer für etwas. Bist hier aber auch mit dem Herzen dabei. Ich sehe dich hier genau in diesem Szenario, wie du voller Feuer, voller Freude hier und Leidenschaft und mit dem Herzen hier an einer Sache dabei bist. Und dazu ist es notwendig, hier jetzt Altes, Ungerechtigkeiten hier auch hinter sich zu lassen. Streitigkeiten, Ungerechtigkeiten hier hinter sich zu lassen. Okay. König des Schwerter. Ja, das bist eindeutig du. Wie du hier weise deine Energien zum Einsatz bringst. Also du wirst dich hier definitiv nirgends verausgaben, du wirst hier weise deine Fähigkeiten und deine Kenntnisse hier zum Einsatz bringen. Ich finde, das Ganze ist eine sehr verstandesmäßige Legung. Wo du sagst, es ist klüger, so etwas zu... Du möchtest das Ganze klug angehen, ja, bedacht und nicht aus Emotionen etwas überstürzen. Das möchtest du hier nicht, das sehe ich hier ganz klar.
Page der Stäbe, du möchtest hier für dich und auch für andere etwas Gutes, Langfristiges erreichen. Page der Stäbe. Etwas Neues. Ja, ich habe vorhin schon gesagt, es kommt etwas Neues in Gang. Oha, hier haben wir eine Grenze. Also es läuft nicht alles so, wie du dir vorstellst, aber vieles. Du musst dir auch vorstellen, du bist erst am Beginn hier einer Sache. Irgendetwas fängst du neu an oder bei irgendetwas entfachst du etwas Neues. Du setzt hier einen neuen Samen. Natürlich stößt man da auch auf Grenzen und Hindernisse. Das ist ganz klar, dass hier nicht jeder sofort deiner Meinung ist. Aber grundsätzlich ist das hier gar nicht so schlecht, was du hier machst. Also, hoppsala. Ich glaube, es waren wieder Münzkarten, die sich hier gezeigt haben. An welche Grenzen stößt du denn hier? An welche Grenzen stößt du denn hier? Ja. Sechs der Stäbe, sieben der Kelche. Die Grenze, du hast die Qual der Wahl. Du darfst hier aussuchen, du darfst dir hier was aussuchen. Die Grenze ist, dass du dich entscheiden musst für eine Sache, liebe Waage. Ich sehe, die Grenze machst du dir selbst, indem du dich nicht entscheiden willst. solltest hier, ja, du fängst es zwar an, aber irgendwie hast du dann so viele Möglichkeiten, dass du dich gar nicht entscheiden kannst. Ich sage dir jetzt eins, schau. Wenn man immer da stehen bleibt mit diesen ganzen Optionen, wird man aber in keiner Option wirklich siegen. Also wenn man sich alle Optionen offen hält, wirst du in keiner erfolgreich sein. Ja? Aha, und das geht's ja. Okay, gut. Das hier ist die Grenze. Du machst dir die Grenze selbst, indem du dich nicht hundertprozentig für etwas entscheidest. Ja, du beginnst zwar hier etwas, aber dann sehe ich hier ein bisschen Leichtigkeit, mal hier probieren, mal da probieren, ganz viele Optionen. Und wichtig wäre hier wirklich eine Entscheidung zu treffen. Ja, ich weiß, das hörst du nicht gerne, aber hier auch eine Entscheidung zu treffen heißt auch Nein zu etwas zu sagen. Etwas anderes hier abzubrechen, zu beenden. Nehmen wir mal das klassische Beispiel hier. Du möchtest jemanden heiraten, möchtest aber nicht die ganzen anderen Optionen aufgeben, ja, dann wird das schwierig, ja, dass diese Ehe zum Erfolg führen wird. Dass diese Ehe erfolgreich sein wird. Dann wird das natürlich schwierig. Man muss sich ja schon entscheiden und das andere dann auch ganz klar beenden. Ass der Stäbe, zwei der Stäbe, drei der Stäbe. Wow, also das hatte ich glaube ich noch nie. Entschuldige, die Kamera war gerade leer. Ass der Stäbe, zwei der Stäbe, drei der Stäbe, sechs der Münzen. Tja, ich sehe hier, du hast eine Idee, du möchtest das tun. Ja, ich sehe den starken Willen auch, dass du hier etwas machen möchtest. Wie gesagt, Ass der Stäbe wäre zu wenig, etwas langfristig aufzubauen, aber wir sehen ja hier das Ass der Münzen. Okay, schauen wir weiter. Ass der Stäbe, zwei der Stäbe, drei der Stäbe. Du bist absolut motiviert, du bist bereit, du hast eine Idee. Du schaust dir das Ganze an, bin ich bereit? Ja, das Alte hier ist schon sehr gewöhnlich für mich. Bin ich bereit, hier neues Land zu betreten? Ja, ich bin es. Absoluter Optimismus, absolute Motivation, also mehr Motivation geht nicht. Die Frage ist, ob du es dann durchziehst, obwohl du viele andere Möglichkeiten hättest. Es kann ja auch beruflich irgendwas sein, ja. Wo dann plötzlich andere Chancen reinkommen, andere Möglichkeiten und du dir dann vielleicht doch nicht mehr so sicher bist, ob du das hier wirklich willst. Ass der Münzen, Zehn der Schwerter. Page der Schwerter. Na, du beobachtest das Ganze mal. Ich sehe, hier ist schon, hier geht es nämlich um das Ass der Münzen, um wirklich etwas zu stabilisieren. Ja, wirklich etwas fest zu nageln, etwas fest zu machen.
Da sehe ich dich hier wieder ein bisschen unsicherer als hier. Ja, hier irrsinnig motiviert und hier ein bisschen, naja, schauen wir uns das Ganze mal an. Ist ja nicht schlecht, ist ja nicht schlecht. Reden wir mal drüber. Page des Schwertes ist auch so, reden wir mal drüber. Mal drüber reden. Acht der Schwerter. Acht der Schwerter ist hier eine Ungewissheit. Liebe Waage, ich sehe, ich spüre sehr stark, wie du selbst dir diese Ungewissheit hier erschaffst. Die Sonne. Viele werden zwar hier sagen, das ist Blödsinn, aber aufgrund dessen, dass du dich hier nicht 100% festlegen möchtest auf eine Sache, stehst du wieder zwischen den Stühlen. Stehst du wieder ganz klar zwischen den Stühlen. Das muss ich einfach so sagen, ja. König der Schwerter, wirst du das Ganze mit deinem Verstand lösen können? Wirst du das Ganze mit dem Verstand hier lösen können? Bei einigen kann das ja auch sein, dass man sich hier unsicher ist bezüglich einer Beziehung, ja, ob man diese Beziehung eingehen möchte oder nicht. Warum bist du dir unsicher? Weil du nicht weißt, weil du die ganzen anderen Optionen hast und die müsstest du halt fallen lassen dafür. Das ist hier diese Unsicherheit und du weißt nicht genau und du bist nicht ganz sicher. König der Schwerter, Tod. Also der Tod steht eindeutig für Beendigung. Entweder beendest du das oder du beendest die ganzen Möglichkeiten, die dir offen stehen. Ja, ich weiß, das hört man nicht gerne, besonders als Waage. ist aber so. Ich sehe hier nämlich auch, dass diese Option hier definitiv verschwinden wird, solltest du dich hier nicht dafür entscheiden. Also das ist eine Chance, die hat man einmal im Leben. Und wenn du diese verabsäumst, dann ja, Pech gehabt. Karma, Page der Stäbe. Es kann ein Auferwecken sein, es kann aber auch für manche bedeuten, dass der Kreislauf sich weiter dreht. Also je nachdem, wie du dich hier entscheiden wirst, es kommt ja auf deine Entscheidung drauf an. Wird es hier entweder derselbe Zyklus sich wiederholen, hier zeigt sich Ass der Kelche, oder Ass der Kelche oder Sechs der Münzen? Möchtest du ein überschwängliches Liebesgefühl oder möchtest du ein stabiles Geben und Nehmen, wie du es hier eigentlich vorhattest? Ja, den Kreislauf wiederholen, noch einmal, noch eine Runde oder hier Neues zu probieren und auferwachen. Die Karma-Karte bedeutet hier beides. Du kannst aus einem Kreislauf aussteigen, erwachen oder du wiederholst das Ganze noch einmal. Ich sag's euch lieber, bevor ihr dann irgendwo wo landet, was ihr nicht möchtet, 9 der Stäbe. Aha. Die 10 der Münzen jedoch werden dir verwehrt bleiben. Ja? Das heißt, eine stabile Partnerschaft, eine Ehe, 10 der Münzen steht eigentlich immer für eine Ehe. Ein Haus, Kinder. Ich sehe hier, wie dir das im Moment noch verwehrt bleibt. Warum? Weil du dich noch nicht hundertprozentig dafür entschieden hast. Du beginnst zwar, aber so, dass du die anderen Dinge loslässt, das ist noch nicht passiert. Ich sehe, das ist noch nicht passiert und deshalb ist hier auch noch eine Grenze. Das hast du selbst in der Hand, liebe Waage. Du selbst hast das in der Hand. Oh je, ich befürchte schon, diese Legung werden viele abschalten, weil sie das nicht hören wollen. Ich kann dir nur sagen, es wird dir helfen. Es wird dir helfen. Schau es dir im Juli gerne nochmal an. Die Stärke 10 der Schwerter. Hier hatten wir auch 10 der Schwerter. Es geht hier sehr klar darum, alte Verletzungen aus der Vergangenheit hier darüber zu stehen. Darüber zu stehen, sich gewisse Optionen, ja, je nachdem, was du willst in deinem Leben. Es ist dein Leben, niemand anderer kann das entscheiden. Auch wenn du am liebsten gar keine Entscheidung triffst, ich sage dir jedoch, wenn du gar keine Entscheidung hier triffst, verschwindet diese Option. Das ist nämlich keine Option. Ein Ass der Münzen ist keine Option. Optionen sind 7 der Kelche. Ein Ass der Münzen ist keine Option. Also entweder ganz oder gar nicht.
ob das hier ein Mensch ist, eine berufliche Situation, wie auch immer. Ja, es kann auch sein, dass du irgendwo ein Angebot bekommst bezüglich deiner Arbeit, das ist weiter weg. Ja, entweder ziehst du dorthin oder du lässt es. Ja, da geht nichts. Du entscheidest dich nicht für nichts konkret. Ja, also entweder ziehst du um für diesen Beruf oder nicht, oder für diesen Menschen oder nicht. Ja. Ja, es liegt an dir. Es liegt an dir. Ich weiß, es liegt nicht in deiner Natur, ständig solche schwierigen Entscheidungen zu treffen. Tu es für dich, und es ist ganz wichtig, dass du diese Entscheidung selber triffst. Also frage hier niemand anderen. Es ist ja ganz wichtig, dass du diese Entscheidung triffst, weil ansonsten beendest du die ganzen anderen Optionen nicht. Verstehst du? Ganz wichtig. Und lass vor allem Dinge hinter dir, die dir angetan wurden, Ungerechtigkeiten. Steh hier drüber, sei hier stark und wähle das, was dich glücklich macht. Wähle das, was dich glücklich macht. So, wir schauen jetzt hier noch tiefer rein mit den Rider-Waite-Karten. Und zwar, ja, um was handelt es sich hier konkret? Und wie wird das am Ende hier noch weitergehen? Oh, es zeigt sich eine Herrscherin. Es zeigt sich hier schon eine Herrscherin. Gut, da schauen wir jetzt gleich tiefer rein. Ich werde hier auch noch eine Glücks- bzw. eine Herzkarte für dich ziehen. Und wir sehen uns gleich im VIP-Mitgliederbereich. Ab Stufe 2 sind die weiterführenden Legungen für dich verfügbar. Schau gerne vorbei. Und ansonsten schau dir natürlich auch gerne den Mond, Mars, Venus und Aszendentzeichen an. Es könnte hier eine ganz wichtige Botschaft für dich dabei sein. Und abonniere natürlich kostenlos diesen Kanal, damit wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!